Nachdem wir nun unsere Planung abgeschlossen haben, möchte ich Ihnen noch den Reportmanager vorstellen. Nachdem die Planungen nun über den Publisher übermittelt wurden, durchlaufen diese das OneDCN-System. Um einen schnellen Einblick in das Vorprogramm zu bekommen, welches nun im Kino vorgeführt werden soll, gibt es in ProRepertoire den Reportmanager. Im Reportmanager gibt es den Menüpunkt Report. Und dort finden wir eine Suchmaske, in der verschiedene Kriterien eingestellt werden können und nach verschiedenen Kriterien eben halt auch gesucht werden kann. Man hat die Möglichkeit, nach Advertisement, Trailer oder Teaser zu suchen. Man hat auch die Möglichkeit, direkt nach einem Featurefilm zu suchen, nur nach Trailer oder Teaser oder sogar nur nach dem Advertisement. Wir beginnen mal mit dem Featurefilm. Ich suche mir den Zeitraum meines Programmes aus. Kann ein Center wählen, in dem Fall das Center 1. Könnte jetzt noch einen Raum anwählen, einen Saal anwählen, das belasse ich bei All. Habe die Möglichkeit, eine Zeitschiene auszuwählen, belasse ich in diesem Fall bei All Day. Es gibt die Möglichkeit, einen Verleiher auszuwählen. Diese Verleiherliste wird durch die Cine Davis GmbH gepflegt. In dem Fall belasse ich es auch bei All. Ich habe die Möglichkeit, eine Vorstellung zu wählen, die länger als eine bestimmte Zeit ist, wenn ich speziell auf die Zeit achte. Die Möglichkeit besteht auch, eine Vorstellung zu suchen, die kürzer als diese angegebene Zeit ist. Das ist für mich momentan uninteressant. Über die Probleme kann ich gleich noch was erzählen. Ich möchte jetzt den Film suchen, und zwar A Most Wanted Man. Da gibt es hier unten diesen Render-Button. Wenn ich den betätige, werden diese Kriterien oder wird die Planung nach diesen Kriterien ausgesucht. Wir sehen den Start- und Endzeitraum für unser Programm. Ich sehe das Center, was ich ausgewählt habe. Ich bekomme die Information, dass im Saal 1 diese Vorstellung im Most Wanted Man 2D Deutsch vorgeführt wird. Die FSK wird angezeigt, die Dauer der Pre-Show, welche nur die Werbeitems beinhalten, die Anzeige, die Dauer über das Trailervorprogramm, den Verleiher und die Zeitschiene. Nun möchte ich natürlich noch sehen, welche Trailer dazu verplant werden. Dazu ändere ich oben den Typ in Trailer oder Teaser. Den Zeitraum kann ich so belassen. Das Center ist auch in Ordnung. Der Film bleibt der gleiche. Ich rendere nochmal neu durch und bekomme in dem Fall alle Trailer, die ich hier hinzugefügt habe, vorne in der Show nochmal aufgelistet mit der jeweiligen FSK dazu und sehe, dass es keine Probleme gibt. Wenn ich jetzt speziell nach Problemen suchen möchte, zum Beispiel ob eine FSK nicht konform mit der FSK des Filmes ist, gibt es hier Möglichkeit über Show Problems eine Funktion auszusuchen, die nennt sich Wrong Rating Only. Wenn ich die auswähle und nochmal den Render-Button betätige, wird mir nichts angezeigt. In diesem Fall gibt es keine Unstimmigkeit zwischen der Film-FSK und einem Trailer oder einem Spot. Ich könnte noch aussuchen lassen, ob es irgendwo fehlenden Content gibt oder unproduzierten Content. Das ist momentan für uns unwichtig. Wenn es eine Fehlermeldung gibt, wird diese auch unten angezeigt. Wenn man sich jetzt dieses Suchergebnis Wenn ich jetzt dieses Suchergebnis nochmal ausgedruckt oder nochmal exportiert haben will, gibt es die Möglichkeit, dieses Ergebnis als CSV-Datei abzuspeichern und diese Datei kann dann problemlos im Excel weitergenutzt werden. Diese Voreinstellungen, die ich jetzt getätigt habe, oder diese Einstellungen, die ich jetzt im Report Manager getätigt habe, kann ich auch wieder löschen über den Reset-Button hier oben und dann ist alles
komplett unvoreingestellt und ich kann eine neue Suchmöglichkeit nutzen. Das war's zum Report Manager. Wir wechseln zurück ins Home-Menü und sind somit mit unserer Planung im Pro-Repertoire komplett durch. Mit diesem Kapitel haben wir nun auch den Report Manager kennengelernt. Sie haben nun alle grundlegenden Funktionen von Pro-Repertoire kennengelernt. Sollten Sie Interesse oder Fragen zum Pro-Repertoire haben, können Sie sich jederzeit an die Synedaris GmbH wenden. Tschüss und auf Wiedersehen!